Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video. Das andere ist noch gar nicht so lange her, beziehungsweise dass ich gefilmt habe, deswegen gibt es noch gar nicht so viel durchzublättern. Aber ich habe mein Oktober-Insert jetzt fertig. Das können wir mal rausnehmen. Ich habe da außen noch draufgestempelt und ansonsten habe ich das einfach so gelassen in dem Kassenbuchpapier. Und so sieht jetzt noch meine Titelseite aus. Hier mit einem getrockneten Blatt und einem Journaling-Sticker von Frau Bieber. Und ansonsten habe ich es eigentlich ganz schlicht gehalten. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das mal von hinten noch. Das war die Seite für Halloween. Da muss ich noch schreiben. Ja, so richtig glücklich bin ich damit nicht. Ich bin da so ein bisschen mit schwarzer Acrylfarbe eskaliert. Aber ist okay. Die Seite gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Da habe ich nochmal hier mit der Bläschenfolie und Aquarellfarbe ein bisschen gespielt und habe dann, weil es mir dann doch noch nicht genug rot war, hier noch ein bisschen mit Aquarellfarbe auf diesen Pflanzenzeichnungen rumgemalt. Natürlich ist das eigentlich nicht rot, aber ich fand es irgendwie so ganz passend. Und hier nochmal Pilze. Sind ja schließlich im Herbst. Und das war die Seite, die wir zusammen gemacht haben. Hier geht schon das Blatt kaputt, weil das da so in der Mitte geknickt war. Aber ja. Ja, das war das. Und jetzt haben wir November. Das heißt, neues Insert. Hier. Das war das, was ich bei Systrene Grene gekauft hatte, mit diesem ausgestanzten Blumenmotiv vorne drauf. Und das habe ich jetzt einfach nur eingebunden noch mit so einem, ja, das war von der Flow mal so ein Trennblatt. Und da würde ich jetzt, machen wir es erstmal hier rein, würde ich jetzt mit euch mal die Titelseite machen, weil ich werde nämlich jetzt im November ein paar Tage mit unserer Tochter nach Venedig fahren und passend dazu habe ich nämlich das hier gefunden, eine Venedig-Karte, und die wollte ich jetzt da vorne irgendwie reinmachen. Als Startseite muss ich das mal noch überlegen, wie ich das am besten mache. Ja, jetzt machen wir das erstmal hier. So, richtig platzieren. Also zuerst mal schneide ich das jetzt mal aus hier. Und dann gucken wir mal, was wir da noch dazu machen. Habe ich aus so einer ganz alten Architekturzeitschrift drauf. Die sind, glaube ich, weiß nicht, aus den 80er Jahren oder so. Diese Zeitungen. Und ich finde die immer ganz, ganz nett mit dem Millimeterpapier immer als Hintergrund. Habe ich schon ein paar Mal was verwendet da drauf. Vermutlich werdet ihr das Video sogar sehen, wenn ich gerade in Venedig bin. Vielleicht machen wir das Bild auch noch gleich dazu. Den Palazzo. Also das Licht wechselt hier gerade etwas, weil die Sonne immer an und aus geht. Da müsst ihr jetzt leben. Und dann könnt ihr dieses Zeugnis einer großen Vergangenheit ja eigentlich auch noch nehmen, weil das stimmt ja auf jeden Fall.
Aber irgendwie gefällt mir das jetzt noch nicht so gut mit dem Blau und dem Karierten hier. Von daher würde ich, glaube ich, da jetzt noch mal was drunter kleben wollen. Achtung, es raschelt. Ich glaube, dass ich da mal wieder auf mein geliebtes Bio-Kistenpapier zurückgreife. Obwohl das ja sehr durchsichtig ist. Seht ihr, das sieht man das dann nachher immer noch. Vielleicht doch nicht so die richtige Variante. Das ist halt auch sehr dünn. Nehmen wir denn da jetzt? Ich muss da jetzt mal ein bisschen hier im Hintergrund rascheln. Dass ich da was gefunden habe. Vielleicht nehme ich auch einfach sowas hin. Passt ja, weil das ist nämlich auch von Sustrene Grüne gewesen. Gucken, wie das aussieht. Das runter machen. Ich glaube eher die Rückseite. Ja, einfach so. Da beziehen wir den Reis, das sieht mir aber groß aus. Das ist nicht mehr ganz so riesig. Entschuldigung, ein bisschen laut. So. Jetzt habe ich es zu kurz nehmen. Da mal so drauf. Einmal ganz flächig. Da haben wir schon mal eine halbe Dose Kleber. Ja, da bin ich schon sehr gespannt auf Venedig. Ich war da nämlich noch nie. Und wir haben uns extra den November ausgewählt, weil wir dachten, das ist bestimmt ganz toll, wenn das dann alles so ein bisschen morbide und düster und neblig und so. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor. In Venedig. Klischee eben. Erhoffe ich mir da ein bisschen. Das müsste ich jetzt eigentlich noch irgendwo unterlegen, um das richtig da anzupressen, aber die Zeit haben wir jetzt nicht. Und das schneiden wir dann am Ende ab. Und ich reiße es einfach ab. So. Jetzt brauche ich hier meine Unterlage. Ich kommt auf jeden Fall mal das drauf. Nicht so richtig kleben muss.
So. Machen wir das da noch da oben hin. Das. Und dann würde ich hier dann das Datum hinmachen. Also den November 22. Das auch so. Mal kurz überlegen. Jetzt habe ich gedacht, könnte ich ja hier vielleicht den November da drauf stempeln. Mal kurz weg. Das heißt, zweiundzwanzig. So, jetzt müssen wir das aber noch irgendwie gerade machen. Ich lege da mal das drunter. Das ein bisschen besser sehen. Oh, wie ich das hasse, wenn diese Dinger immer nicht richtig mehr kleben. Diese Clear Stamps. Aber andererseits kann man da halt immer gut sehen, wo man hinstempelt. Das ist halt besser als bei den Holzstempeln. Hat alles immer seine Vor- und Nachteile. So, das sieht jetzt immer ganz gut aus. Stempeln wir das mal da drauf. Ja, jetzt ist schon mal hier das da dran kleben geblieben. Die kleben ja überall, nur nicht da, wo sie sollen. Meine Finger sind jetzt doch schwarz. Läuft. Aber wir haben unser Datum. Ach ja, die liebe Jenny hat mich ja noch getaggt für ihre Stempel-Challenge. Muss ich jetzt auch mal schauen, ob ich das vielleicht noch hinbekomme. Aber da ich ja gar nicht so viele Stempel habe, bin ich mir da noch nicht so sicher, ob ich das hinkriege. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich es hinbekommen habe. Ihr das vielleicht schon vor diesem Video gesehen habt. Dann seid ihr vielleicht schon schlauer als ich. Ja. Das ist doch nicht so schlecht. So, das noch dahin kleben. Jetzt sieht man ja doch sehr stark diese Bedruckung durch von der Rückseite. Das hatte ich jetzt eigentlich gehofft, dass es nicht so wäre. Damit muss ich jetzt wohl leben. Schief, ne? Mir scheint gerade hier auch die Sonne ins Auge. Ich sehe überhaupt gar nichts mehr. Irgendwie klebt es auf dem Papier nicht richtig, habe ich so das Gefühl. Es steht hier alles überall ab. Ich weiß ja auch nicht.
Wollte ich mal noch kurz gucken, was ich hier noch an Reisethema Stempeln, Stickern habe vielleicht, was da noch passen könnte. Ich hatte da nämlich mal so ein Sticker-Set zu Flugzeugen und so, aber wir fliegen ja nicht, wir fahren im Zug. Hat es nicht mehr so viel übrig gefunden. Ach, vielleicht so ein Foto noch. Ja. Oder sonst noch. Hotel. Plaza, irgendwas. Kann man auch noch hinmachen. Das heißt zwar natürlich ganz anders, unser Hotel. Aber egal. Da könnte ich dann natürlich mal gucken, ob das da drauf ist und könnte dann da so einen Sticker noch hinmachen, wo unser Hotel liegt. Das weiß ich jetzt aber natürlich im Moment gerade nicht auswendig. Logisch. Was haben wir hier noch? Ah, hier habe ich noch so Flugzeuge, aber Flugzeuge hat man ja gesagt, passt nicht. Das sind Blumen. Nee. Ich denke mal, ich würde das Fluff zulassen. Einzige, was mir vielleicht noch einfällt, wäre dieses Washi. Aber das passt farblich halt nicht. Wir lassen das jetzt so. Und ich verlasse euch jetzt auch so. Und ja, das ist heute jetzt vielleicht nicht so besonders gewesen, aber trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum hoffentlich nächsten Mal. Ciao!